Hier sehen Sie unseren manuellen Elektro-Heißluftofen, den HV560-2. Dies ist ein absolutes Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion. Sie sehen hier eine große Version mit 4 Ablagen. Wir bieten ebenfalls dieselbe Version mit 3 Ablagen. Außerdem kleinere, kompaktere Versionen, dann mit 4 Ablagen. Dieser ist manuell, er wird manuell hier unten gesteuert. Wir bieten ebenfalls dieselben Heißluftöfen mit einer digitalen Steuerung an. Der Korpus ist hergestellt aus hochwertigem Edelstahl AISI 304. Er steht auf 4 Füßen. Sie haben den Türanschlag hier unten und der Griff hier oben ist mit Plastikhalterung befestigt, damit dieser nicht heiß werden kann. Wie Sie sehen, ist die Tür doppelt verglast. Die Reinigung ist trotzdem sehr einfach. Sie können einfach die Schrauben hier lösen und dann diese Glasplatte entnehmen und beide Glasplatten von beiden Seiten reinigen. Im Innenraum haben Sie abgerundete Ecken, sowohl hier als auch hier an den Seiten, auch wieder, um die Reinigung zu erleichtern. Wie Sie sehen, haben Sie hier 4 Möglichkeiten, Backbleche einzusetzen. Der Abstand beträgt 75 mm. Im Innenraum finden Sie eine halogene Beleuchtung. Diese Bleche haben in diesem Beispiel das Standardmaß EN4060. Da diese Halterungen relativ breit sind, passen Sie allerdings auch Bleche mit dem GN-Maß hinein. Bei der kompakteren Version des Heißluftofens haben die Bleche eine Maximalbreite von 45×35. Die Heißluftöfen werden durch einen leistungsstarken Motor betrieben. Das Gerät ist sowohl anschließbar mit einem 230 Volt Anschluss als auch 400 Volt. Allerdings muss dies natürlich durch einen Fachmann geschehen. Die Leistung beträgt 6,4 Kilowatt und das Gerät verfügt außerdem über einen Sicherheitsthermostat. Hier unten finden Sie die manuelle Steuerung. Sie können natürlich die Temperatur einstellen bis zu einem Maximum von 285 Grad. Sie haben dazu einen praktischen Timer, den Sie auch bis zu 2 Stunden einstellen können. Und hier noch einmal ein Taste zum Regulieren des Wasserdampfes. Den entsprechenden Festwasseranschluss finden Sie am hinteren Teil des Geräts. Die Garmöglichkeiten hiermit sind absolut vielfältig. Sie können kochen, braten, schmoren, grillen, backen, dämpfen, entfeuchten, auftauen und auch Niedertemperatur garen. Somit sind die Heißluftöfen absolut vielseitig einsetzbar.